Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 19 bei uns hier auf MicroHazard TV. Mit dabei heute wieder der Heiko. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Ice Dragon. Bio ist zumindest zuhörtechnisch und zuguck-technisch bei Heiko dabei und er schreibt so ein bisschen was. So, was hat er geschrieben? Wie hat er geschrieben? Ein Mähdrescher Heiko ist ja bloß Grubber sehen und Ernte abladen. Ja. Gras und Heu hat er noch geschrieben. Gut, wie meinst du, ob ich die Gras und Heu unterstützen sollte? Oder meinst du, also Gras und Heu mache ja sowieso ich mehr, ne? Also. Ja, du brauchst es ja auch mehr. ich bin gerade überlegen. Ja, ich habe jetzt die 500.000 auf der Kante. Naja, ich habe einen einzigen Traktor und drei, vier Gebäude. So, sorry, Stroh hat er geschrieben. Ah, bei Stroh. Gut, das lässt sich einrichten, dann wäre es die Ballentechnik an der Reihe. Jetzt gucken wir nämlich auch mal, was wir so an anderen Sachen noch brauchen. Die Quizfrage. Quader oder rund? 460.000 haben wir noch. Okay. Details. Gucken, ob wir das auch noch platziert bekommen hier irgendwo. Scheiße. Sagt das er. Das gleiche Problem, was ich nicht hatte, wenn ich ihn jetzt durch die Ballentechnik entlaste, bin ich beim Punkt, wenn ich die Quaderwahl mache, bin ich schon bei 140 PS. Die hat mein Traktor nicht. Oh Gott, mein Traktor hat noch nicht 140, oder? Weil ich hatte das gleiche Problem im Singleplayer, hatte einen schwachen Traktor, da muss ich schon auf Mittelklasse-Traktoren wechseln, damit er die Ballmaschine überhaupt gezogen bekommen hat. Ja, dann gucken wir mal, was wird sich da anbieten? Was war das für ein Teil? Ball, das ist Transport von Ballen, okay. Einfach jetzt auf Quaderbein gehen, weil die ist einfach leichter zu handeln. Außer irgendjemand verlangt jetzt, dass ich Rundbein mache. Nö. Mein Rundbein wäre deutlich billiger, aber Quaderbein. Ich kann euch nicht mal garantieren, ob ich. Also, Rundbein wäre günstiger und sind wahrscheinlich auch leichter zu handeln, aber das, was ihr da kauft, das müsst ihr wissen. Worauf ist das denn Müll bezogen, Bio? So, aber ich kann euch sagen, ich habe schon mal einen Kercher. So. Und eine eigene Werkstatt. Ja, stimmt, die Werkstatt habe ich nicht. Achso, egal auf Grund Aquader. So. Das haben wir auch. Ein Silo haben wir auch. Eine Halle brauche ich eigentlich nicht wirklich. Eine Halle. Also ich sag mal, Eis, ne, wenn du im Laufe des Spiels später mit Kühen eventuell anfangen würdest, ne? Ja. Könnte ich meine Ballentechnik auf Silage aufrüsten. Daher könnte ich mir den Silierer hin. Selbst die kleinste Halle, finde ich, ist schon recht groß, Heiko. Ja, stimmt. Ich hab jetzt die größte und die kleinste Halle hingestellt. Ich gucke mir gerade die kleinste nur an und die finde ich schon. Die ist echt wuchtig. Ja. Okay, dann ist es die Qualerballen. Hier wäre es natürlich geil. Hier würde ich sie gerne hinstellen. Geht aber nicht, weil kollidiert mit anderem Objekt. Wir können das Haus da abreißen, was hier steht. Weil ich will mir auch nicht, ganz ehrlich, zu viel von meinem Gras hier wegmachen, ne? Nein, Bio, der ist nicht dabei. Das ist natürlich die Sache, die nicht dabei ist. Weil es halt ein externes DLC war. Ja, das war ja extern, ja. Das Palettending war ja extern, ja. Gut, dann. Kollidiert mit anderen Objekten. Er meckert schon, wenn da nicht nur Bäume stehen, sondern selbst wenn nur so ein blöder Busch da steht, meckert er schon, ne? Okay. Also Gras ist okay, aber selbst so ein blöder Busch ist ihm schon zu viel. Dann sagt er schon kollidiert. Auf den speich ich später hin. Ich möchte erstmal den haben. Ja. Pflegebereifung, alles ich klar. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo noch so eine kleine Halle hinstellen kann hier, aber Terra kann hier nicht angepasst werden. Ja. Also ich hätte schon Platz, um eine Halle noch hinzustellen. Der Punkt ist nur, mitten einfach so reinstellen will ich es ja auch nicht. Da ist der Zug wieder. Kaufen. Okay, die ersten Geräte habe ich jetzt schon mal. Hole ich mir jetzt auch gleich mal ab. Was ist denn mit hier? Kriege ich hier vielleicht die Halle hin? Oh, das Witzige ist ja, ich habe den Shop genau in Blickrichtung. Schön. Kollidiert mit anderem Objekt. Na, hier würde so gehen, naja. Ich will mir nicht zu viel von meiner Grasfläche hier wegnehmen, weil der ganze Bereich, den ich gekauft habe, der ist ja eigentlich relativ gut bewachsen mit Gras, ne? Aber jetzt nehme ich mir hier alles weg, ne, dadurch. Ja, und ich habe meinen Traktor schon wieder auf die Seite gelegt. Ah.
Aber diesmal, weil ich über eine Kante gefahren bin. Das kann er gut, der Heiko, ja. So. So, aber nun reicht's an Kaufsachen, sonst habe ich kein Geld mehr für Fahrzeuge. Ach, ich brauche noch einen Frontlader, fällt mir gerade so auf. So, dann kommen wir nehmen jetzt mal zu Fahrzeugen. Ein LKW werde ich mir nicht leisten können, also hätte ich zwar das Geld noch, aber ist aktuell eher nicht zu Ein empfehlen. Spieß. So, ich brauche auf jeden Fall Mähtechnik. Ich muss ja irgendwie Gras mähen können. Ja. Kaufe ich gleich Front und Heck? Ich glaube, ich kaufe gleich Front und Heckmähwerk. Details. Kann ich da noch irgendwas anpassen? Nein, kann ich nicht. Okay. Bei diesem schönen Pöttinger Novocat Mähwerk. So. Kaufen war. Sowas will ich nicht mieten, das brauche ich ständig. Das, Egal, ist genau da jetzt gespawnt, wo man gerade meinen Traktor stand, ey. Bitte? Genau da gespawnt, wo vorher mein Traktor stand. So, zweimal Mähwerk. Brauche ich also auf jeden Fall auch einen Traktor dafür, weil das funktioniert nicht ohne Trecker. So, da Ja. brauche ich 70, da brauche ich 140, 160, heißt, ich brauche insgesamt 230 PS, richtig? Ja. Das ist schon heftig, da kommst du deinen Kompakttraktor nicht weit. Boah, sagt es nicht mit Motorupgrade? Na gut. T-Serie, wenn ich hinten den Wald trage, der hat 145 von Hause aus. Wenn ich dieses noch ein Motor-Upgrade verpasse, komme ich auf 201. Ne, das ist zu wenig. 230 brauche ich ja, ne? Dann würde ich beim Fiat gucken. Der hat ja schon von Standard recht hohe Kapazitäten, was Power angeht. Zurück. So, hier mal komm, Mittelklasse. Ach so, was meinst du jetzt? Fiat, ganz vorne oder was? Ja, der ist ja eigentlich der billigste und hat am meisten Der hat Leistung, aber ne? keine vorne keine Dreipunktaufhängung. Oh, Der hat vorne nichts. das ist blöd. Also nur so eine kleine Speichenkupplung hat er vorne mehr nicht. Und du kannst auch keine Motorsachen machen. Du kannst nur Reifen ändern auf Breitreifen, Zwillingsreifen oder Pflegereifen. Aber so ein Ding wäre ganz praktisch für Pflegesachen, wie zum Beispiel Unkraut machen zum Beispiel oder auch Spritzen oder sowas. Mann. Dafür wäre er vielleicht ganz gut, wirst du? Ja. Günstiger Traktor mit Pflegereifen. So, dann gehen wir aber mal in die mittelgroßen Traktoren. Ich brauche also schon einen mittelgroßen offensichtlich. Case, ich finde Case immer so hässlich. Ja, war ich auch nicht wirklich So, so. Guck mal mal. 140 Steyr. Da ist ein John Deere übrigens, 142 PS. Das ist ja Stara, geil. Valtra. Das ist ein geiler Ballenladewagen. Der kann auch nichts runterplumpsen. Mal gucken, was kann er so? Greta, Kamera. Achso, ist mal aufklappen und zuklappen, Wenn okay. ich jetzt mal gucke, wenn, dann würde ich auch gerne einen nehmen, der auch gleich Frontladefähigkeit mit hat. Natürlich. Der hier Im hat Moment hätte ich auch einen Frontlader. 145. 155. Den kriege ich nur auf 175 hoch. Den Case Steyr. 175 John Deere Motorausführung 163, 164. Jetzt erstmal einen zu finden, der einen guten Motor hat, wa? Ja, stimmt schon. Da. Der Stara, der hat schon 180 von Hause aus, aber der hat vorne keine Dreipunktaufhängung und auch keine Frontladevorrichtung. Valtra T-Serie, aber der kostet schon 175.000, wa? Ja, er kommt bei den Rekorden schnell ins Geld, ne? Ja, klar. Weil ich dann auch die entsprechende Motorleistung brauche und das reicht dann auch nicht mal. Ja, mit Motor-Upgrade hätte er dann 250 PS, aber da bin ich auch eine ganze Weile motortechnisch, leistungstechnisch definitiv dabei, war. Aber der kostet dann jetzt mit Motor-Upgrade fast 200.000, war. Ja. So. Und ich darf nicht vergessen, ich brauche ja auch noch ein paar Tiere. Das stimmt. Vielleicht solltest du zuerst ein Tier anschaffen, bevor du. Naja, was nützt mir nichts, wenn ich den Tiere habe, die ich ja nicht versorgen kann? Das bringt mir auch wieder nichts. Das stimmt. So. Pflegebereifung sieht das immer so witzig aus, ganz ehrlich. Denk daran, Fruchtzerstörung ist an, Heiko, ja? Ja. Ach, irgendwas, was mir so aufgefallen ist, ne? Wenn du länger Maschinen auf einer Video oder sowas abstellst, ne, wie die verschwindet das Gras darunter. Es ist ja auch nicht schlecht. Das ist realistisch, ja. Finde ich nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber das ist mir.
Der ist mir ein bisschen zu teuer, muss ich mal echt sagen. Aber den kannst du hier echt mit Reifen upgraden, ne? Also bis zu Zwillingsreifen vorne und hinten, ne, der Valtra hier. Ich habe nämlich mal bei Bio auf dem Hof ist ja diese kleine grüne Fläche noch, Ja, ne? Wo ja. dann links und rechts eine Straße angeht. Da habe ich nicht mal meine ganzen Sachen geparkt, ne? Auf Ja. einmal war da kein Gras mehr. Ja. Okay. So, was mal. Sag mal, bei den Fahrzeugen sehe ich gerade zwei verschiedene, also beim Sprit finde ich es interessant, weil da steht einmal nämlich der Tank Ja. und dann steht noch ein zweiter Wert da. Ist das der Verbrauch? Wo meinst du? Das war für jetzt der Waldtrag. Steht zwar jetzt hier 380 Liter, schräg, also slash 70 Liter DEF. Oh, gute Frage. Das könnte ein Verbrauch sein, oder? Ja, könnte sein. Der Stara hat aber keine Anzeige dafür. Da steht nur der Tank da. Ich muss meins aber wieder tanken. Gibt's schon irgendeinen, der von Hause aus schon die Leistung hat, die ich bräuchte? Ja, der JCB. Danke, Er hat aber wieder keine Frontlade. ja. Kann er den John Deere nehmen hinten? 228.000. Hier, Ja, guckt klar. ihn euch mal an. Ich zeige euch den mal, den John Deere hier. 6R, den 6R-Series. Ja. Achso, Bio schreibt gerade, das ist Hybrid. Also ist das jetzt ein Witz, Bio, oder ist das wirklich Hybrid? Achso, ist ein Witz. Witz. Okay, weil ich hätte das jetzt nicht ausgeschlossen, dass da Ach, auch. ging wahrscheinlich bei meinem drum, weil ich ja fast nie mehr einen Tank habe. Achso. Übrigens den John Deere hier hinten, ja, den 6R, über den Mittelklasse-Traktoren, kann man Ja. hochrüsten bis auf 300 PS immerhin. Mit Frontlader. Wäre machbar. Ja, gut, aber sowas brauche ich nicht. Also, ich bräuchte jetzt auf jeden Fall wieder 230 PS und das kriege ich mit dem Valtra hin. Und der Valtra hat sogar die Vorteile, dass ich den noch eine Rückfahreinrichtung habe. Den kann ich also gar noch den Fahrersitz umdrehen. Ne? Ich nehme den Valtra, der ist zwar teuer, aber der reicht denn ewig. Das stimmt wohl. So, Ist die Frage. Motor-Upgrade. Reifen. Trelleborg-Reifen oder Nokian? Nokian ist ja eher so Straßenbereifung. Aber eigentlich brauche ich nicht so ein dickes Stollenprofil, weil auf dem Acker bin ich ja eigentlich nicht unterwegs, ne? Höchstens auf der Wiese. Also ein fettes Stollenprofil brauche ich eigentlich nicht. Was meinst du? Wird es lohnen, LKW mit Tieflader? Wenn du nicht jedes Mal mit einem dicken, fetten Drescher oder mit einer Baumwollmaschine durch die Gegend fahren willst, vor allem, du siehst, die Laternen hier haben Kollision, ne? Ja. Irgendwann hast du vielleicht Schwierigkeiten durchzukommen. Ich meine, irgendwann werde ich Ja, den Bio, wir brauchen. haben irgendwie immer die gleichen Fahrzeuge, ne? Natürlich mit Frontlader, Motor-Upgrade kostet mich dann ein bisschen was. Hauptfarbe, ja, Gold, es gibt kein Gold mehr. Ich finde das echt unfair. Weil das ist nicht Bitter. wirklich Gold, das ist mehr so gelb. Das ist so, nee. Also ich würde irgendwie ein Gadget schon einen LKW anschaffen, Ich kann ja hier aber. Pink nehmen. Ich kann ja Pink nehmen. Ach, das ist JCB-Farbe, soll das sein? John Deere, JC. Die Farben haben sogar Namen, ne? Weiß, Ja. Beige, Silber, Metall, Gray, Akku, Onyx, Jet. Ja, klar, Bio, ist klar, dass du das gut super findest, dass kein Gold da ist. John Deere, JCB, Challenger, Stara, Fendt, das sind die Farben der einzelnen Hersteller halt, ne? Massey Ferguson, Hardy, Raabe, Lemken, New Holland, Goldhoffer. Deutz Fahr, John Deere nochmal, Fendt Nature Green, Fendt Classic, Garlic. Garlic ist knoblauchfarben, ja. Können wir knoblauchfarben machen. Also, ich habe mir entschlossen, ich werde mir jetzt mindestens einen LKW Dirt, anschaffen. Crimson, Pink, Purple, Azul, Navy oder Oliv. Okay, so schnell ändert sich eine Entscheidung. Ich schaffe mir Radler Also, ich reserviere mal die Farbe Jet für mich, ja. Jet. Also an. schwarz. LKW oder Radlader? Ich hätte das Geld für beides, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Technik. Was kostet Baumwolle? Felgenfarbe Nee, ist da bin ich auch raus an Jet. Baumwolltechnik. Obwohl, nehmen wir da Metal. Mist. Okay, ein bisschen Kommt was. schwarz mit pinken Felgen. genau, denk an Ja, einen stimmt. Kipper. Ja, das haben wir auch schon gerade gedacht. Wegen der LKW und dann vielleicht ein etwas größer. Es gibt ja tatsächlich diesmal noch eine Nummer größer. Bei den Kippern. Und zwar kann ich diesmal hier.
Ich mache meine Fahrzeuge so viel wie geht komplett schwarz, Heiko, ja. Okay. Also bei mir ist alles schwarz. Ich nehme die Farbe Jet. Jet ist schwarz, das ist meins. So, den kaufen wir. Ja, ich möchte ihn kaufen. Steht bereit. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir natürlich noch brauchen. Also wir haben eine Kuhweide, Quatsch, eine Schafweide, einen Pferdestall und eine Hühnerfarm. Ich hoffe jetzt einen LKW mit einem großen Anhänger an. Das heißt, ich brauche definitiv eine Frontladevorrichtung schon mal. Oder? Frontlader. So. Ja, komm, Ist das machen wir jetzt. relevant, welchen ich hier nehme? Ach so, da ist auch was mit Leistung, sehe ich gerade bei den Dingern, wa? Da steht Denn nämlich dran, bei dem kleinen steht dran, größer 60, 90 HP, hier steht größer 150 HP. Also Horsepower. ja. Gut, dann kann ich ja den großen nehmen, weil ich habe ja 230, nee, 250 HP sogar. Den kaufen wir Nehmen wir so. den. Farbe natürlich in Jet, also Pechschwarz. So. So, hab den schon Kaufen. mal und dann ist der LKW dabei. Haben wir auch. So. Was brauche ich denn? Eine Palettengabel brauche ich auf jeden Fall. Eine Palettengabel. Die kaufen wir auch in Pechschwarz natürlich. Welches? Achso, Jet, das ist die Farbe, okay. Die So. Paletten in einer anderen Farbe sieht irgendwie kacke aus. Ich werde überlegen, ob ich mir gleich noch einen Gabelstapler anschaffe. Ich will So. Akku, Gray, Metall. Ballenzange und Silage und so einen ganzen Kram brauche ich aktuell noch nicht. Eine Metall sieht auch irgendwie kacke Dunggabel. aus. Das ist jetzt fast schwarz, so ein dunkelgrau oder was ist das? Onyx heißt das. Ja, eigentlich Ballen macht ihr ja hauptsächlich, wa? Ja, Und die Ball. wenn dann würdest du mir die Ballen liefern, richtig? Genau. Gut, das heißt, ich bräuchte sie höchstens nur was, um die Ballen zu bewegen vor Bezüglich Ort. der Stroh, was du brauchst, ja, ne? Ja, loses Stroh, aber zum Einstreuen brauche ich ja wahrscheinlich eher Ballen wieder. Ja, gut, den Einstreuwagen halt dann wieder, ne? Ja gut, den Einstreuwagen, den kaufe ich ja selber, ja. Ja, das sind deine Sache. Purple, nein. Aber einen Ballenspieß werde ich mir noch holen, damit ich denn die Ballen auch bewegen kann. Ach du Scheiße, das sieht ja Aber das scheiße kaufe ich aus. erst Das kann ich. später. Ballenspieß Nee. kaufe ich erst später. Was ich aber brauche, ist auf jeden Fall Tierhaltung. Ich brauche einen Wasserwagen. Sag mal, es kann sein, dass wir im Sitzen da viel schneller waren beim Shoppen als in 19er jetzt. Ja, es kann sein, aber das ist, weil jetzt auch einige neue Sachen sind, da müssen wir mal gucken, ne? Ja, also ich habe einen LKW in 500 PS, ne? Also. So, kaufe ich den Aquatrans, kann ich nur Wasser mit transportieren oder hier hinten den fetten Anhänger. Mit dem kann ich dann nämlich auch noch Milch transportieren. Das passt mir gut zu Aber dem Weiß. aktuell brauche ich den noch nicht, weil Ach Milch komm, habe ich ja machen wir noch LKW auch mal keinen. schwarz. Ich habe ja noch keine Milch. Also nehmen wir Ja, direkt komm. den Joskin Trelleborg. Anhänger hier. Wieder den kleinen. So, kaufen. Haben wir Ja. auch. So, ich So. meine. Haben wir auch. Das ist der Einstreuwagen. Ist das? Nee, Quatsch, Futtermischwagen. Es gibt übrigens diesmal zwei Futtermischwagen. Einen von Kuhn und einen von Silo King. Oh, dein weiterer. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt soll schon hier stehen? So. Die Dinger verstehe ich hier gerade nicht. Das sind irgendwie auch Stroh-Einstreuer. Aber die passen nur zu bestimmten Sachen. Da steht was mit kompatible Anbaugeräte. L218. Jetzt, wenn ich jetzt wüsste, was L218 für ein Objekt oder für ein Fahrzeug ist. Ja, also Kipper ist da, würde ich mal sagen. L218. Ist das ein Traktor oder was ist das? Ja. Jetzt scrolle ich mal ganz schnell durch, ob ich da irgendwas finde, ob das ein Traktor ist oder sowas. Weil irgendwo muss das ja ran. Wenn da steht L218, dann muss das ja irgendwo, muss ja da Lol. was zu finden sein. Hä, ich kann die Abkippseite wählen zwischen vorne und hinten. Bei was denn? Beim Anhänger, den ich jetzt dran habe. Okay. Ich bin mal einen weiteren, dann siehst du es. Älter. Wo Ach, könnten vorne? das, ranpassen? Wo könnte denn sowas ranpassen? Mal gucken, wie es damit jetzt weitergeht. So, okay. Das Ding wieder zu. Abfahrt. Kannst ja einen Gabelstapler kaufen. Ja, habe ich vor. Brauche ich keine Palettengabel.
Ja, was ich gerne hätte, ist eigentlich ganz ehrlich, dass man am Shop theoretisch, aber das geht jetzt auch, glaube ich, nicht mehr, dass man ein Fahrzeug für alle kauft, weißt du? Ja. Dass man ein Fahrzeug hinstellt, was für alle ist, was alle benutzen können. Na, das wird wahrscheinlich nicht mehr gehen, ne? Du kannst ja nicht mal Fahrzeug kaufen, wenn du keinen Hof hast. Ja, genau. Als ob, Alter, ich hab dieses Silo so scheiße platziert hier. So, wir springen mal hier hin. Guck mal, hier sehen wir mal unseren fetten Waldrad. Ein Pechschwarz, ja. So, hier ist unsere Mähtechnik. Frontlader, Anhänger. Okay. So. Oh, du hast einen Trailer gekauft. Einen dicken, fetten, gleich riesen Monster-Trailer. Du weißt, dass du dafür einen Dolly brauchst? Ich habe einen LKW schon. Ach, du hast einen LKW gekauft gleich. Okay, dann brauchst du natürlich Ja, keinen ich Dolly. habe den auch bloß zurückgesetzt, weil den habe ich mir am Silo festgefahren. Ja. So. Da kommt der ja schon angefahren, der Heike. Ach, einen MAN hat er gleich gekauft. Ja. Warum hast du nicht einen günstigeren gekauft? Weil ich einen irgendwie nicht ganz so mag wie Na gut, immerhin. so schick sind die anderen ja auch nicht. Ne? Ja. So Was viel ich spart kriege. man da auch nicht. Nee, was ich direkt kaufen würde, kaufe ich mir, ist so Mercedes. Das würde ich Okay. direkt sagen, kaufen wir. So, was ich aber schon wieder sagen muss, die Folge ist schon wieder lange zu Ende. Was heißt lange? Wir sind bei 21,5 Minuten. Ach du Schande. Ja. Dass du Und wir sind so viel schaffen wie möglich, noch nicht ne? mal ansatzweise fertig mit Shoppen. Jedenfalls ich nicht. Und gut. Wir verabschieden uns, sagen ciao, tschüss und hoffentlich bis morgen wieder. Tschüss, tschüss. Tschüss.